Hallo und herzlich willkommen beim Echolot-Zentrum. Mein Name ist Thomas Schlageter und ich werde heute mal ein Garmin Striker Vivid Review machen. Also ich werde euch alle Details zeigen und ich werde euch auch ganz viele Einstellungstipps geben für Feineinstellungen, Kartografierung. Ich werde euch deutlich mehr zeigen, als ihr es normalerweise kennt aus unseren freien Videos. Und wir beginnen heute mit drei verschiedenen Modellen. Das ist einmal das Striker Vivid 5 CV. Das ist das kleinste Gerät aus der Serie. Das CV bedeutet Clear View. Also man schaut nur nach unten mit dem normalen 2D und fotorealistisch. Diese Geräte liegen so bei 330, 340 Euro. Wie genau die Stecker sind und so, das zeige ich euch gleich noch. So, der zweite im Bunde ist das Striker Vivid 7 SV Side View. Da haben wir dann drei verschiedene Techniken drin. Wir haben Sidescan zur Seite, Downscan und 2D. Das ist so mit das meistverkaufte. Und das ist das Striker 9, das Vivid 9 SV. Und jetzt werden wir die ganzen Aufnahmen jetzt gleich auf dem 9 Zoll machen. Und ich kann mir jetzt schon den Shitstorm wieder vorstellen. Warum macht er nicht das 7er, sondern das 9er? Die Aufnahmen werden einfach besser, gerade für solche YouTube-Videos. Grundsätzlich ist die Technik der Geräte aber fast identisch. Was man feststellen wird, das 9er hat eine etwas bessere Grafikkarte eingebaut, macht etwas schärfere Bilder. Aber hier geht es ja darum, grundsätzlich zu verstehen, wie die Dinger funktionieren. Ein paar Feineinstellungen werde ich euch zeigen. Und damit beginnen wir jetzt. Wir haben jetzt hier das Gerät, das wird geliefert immer mit einem Bügel. Der Bügel wird auf den Koffer geschraubt, auf eine Tasche oder ähnliches. So, das ist der Gerätekopf und wir drehen den Gerätekopf jetzt mal um. Und da sehen wir bei den größeren Geräten drei Anschlüsse. Das eine ist der Stromanschluss. Das sind so kleine fitzelige Stecker, aber die halten sehr gut. Also wir haben da eigentlich qualitativ nie Probleme mit. Was ich immer wieder höre, ja, das Gerät geht nicht an, dann ist dieser Stecker nicht tief genug drin. So, jetzt nehme ich mal den Sonargeber. Der Sonargeber bei den Standardgeräten ist der GT52. Dieser GT52, der hat hier einen kleinen runden Kristall drin, das ist die zweidimensionale Technik. Und der hat längliche Kristalle für die fotorealistische Technik. Der beste Geber für die großen Sidescan-Striker-Geräte ist der GT52. Jetzt gibt es im Internet immer mal wieder so Aussagen wie, du musst für einen breiteren Kegel einen GT40 nehmen. Das ist ein 10 Jahre alter Geber, der qualitativ unterste Qualitätsstufe ist. Empfehle ich überhaupt nicht. So, dann kommt manchmal auch die Frage, sag mal, warum kann ich denn keinen GT54 oder GT56 benutzen? Und ich habe den jetzt mal hier neben. Und ihr seht, ein GT56 ist deutlich länger als ein GT52. Und das hat einfach damit zu tun, dass je länger die Kristalle sind, die Bilder schärfer werden. Aber diese Geber werden nicht von der Striker-Serie unterstützt. Also, wenn ihr ein SV-Gerät kauft, bekommt ihr diesen Geber mit. Wenn ihr ein 5-Zoll-Gerät kauft, bekommt ihr ein GT20 mit. Wie gesagt, der kann nur nach unten schauen. So, jetzt gucken wir uns das Kabel mal an. Wir haben hier in der Regel rund 7 Meter Kabellänge. Und bei diesen Geräten gibt es eine Besonderheit. Da gibt es ein sogenanntes Y-Kabel. Y-Kabel bedeutet, wir haben zwei vierpolige Anschlüsse, die hier in die Rückseite gesteckt werden und die kann man eigentlich nicht vertauschen. Man hat da so kleine Markierungen dran. Ich stecke die jetzt einfach mal rein und dann stecken die fest drin. Also auch da bitte darauf achten, tief genug reinstecken. So, das mündet hier drin. Auch wieder eine Besonderheit. Viele Kunden rufen an und sagen, da fehlt so ein Ding. Da fehlt so eine Überwurfmutter, die liegt immer im Paket mit drin, ist nur zweigeteilt in einer kleinen Plastiktüte. Also nicht anrufen und sagen, das fehlt, sondern erst in den Karton schauen. So, jetzt folgen wir diesem ganz, ganz langen Kabel nochmal. Wir haben das jetzt reingesteckt und wir haben hier unsere Geberstange dabei. Das sind hier unsere LWC-Stangen. Und wir haben hier ein Schnellwechselsystem. Wir können also einfach hier das reinschieben. So, und fixieren und arretieren. So, zack, fertig. Der Vorteil davon, und deswegen haben wir das auch gemacht, losschrauben ist
aufwendig, das dauert. Und mit diesem Schnellwechselsystem von uns sind wir in der Lage, mal eben kurz Geberstange vom Geber abzumachen. Das ist alles 10-mal einfacher. So, jetzt seht ihr die Geberstange, Spindel, Druckplatte. Und ich setze das Ding jetzt mal hier ans Heck des Bootes und schraube das jetzt einfach mal hier fest. Ich lege das hier auf, schraube es fest. Das funktioniert eigentlich ganz hervorragend. So, jetzt muss ich darauf achten, dass dieser Geber relativ weit im Wasser ist. Also ich versuche, diese Geber immer so 20 bis 30 cm unter die Wasseroberfläche zu setzen. Also ziemlich weit runter festschrauben. Die Richtung ist wichtig. Also rechts und links ist ja wichtig für Sidescan. Das muss sehr sauber drin sitzen. Und so, jetzt drehen wir das nochmal runter und setzen das genau perfekt waagrecht hier ans Boot. So, damit der Geber frei schauen kann, Motor immer leicht nach oben trimmen, damit das funktioniert. So, Kabel hier nach oben legen. Und was wir jetzt mal machen, sind die Einstellungen des Gerätes. So, jetzt kommt unser Filmer einmal hier rum und dann schauen wir uns nochmal die Gerätemenüführung genau an. Hier unten rechts ist die Power-Taste. Damit starten wir das Gerät. Das haben wir jetzt schon gemacht. Und jetzt sind wir hier in dieser ersten Maske. So, wir können jetzt hier mit der Falltaste, wir können noch rübergehen, wir können hin und her seppen, wir können alles mitmachen. Und ich beginne jetzt mal mit dem normalen, traditionellen Echolot und bestätige das mal. So, das ist das normale Echolotbild. Wir sind jetzt hier im Flachwasserbereich, das haben wir mit Absicht gemacht, dass wir hier ankern können und ein bisschen Schatten haben. Dieses normale Echolotbild entsteht, indem wir immer ein kegelförmiges Signal nach unten senden und er von rechts nach links das Ganze wieder zusammensetzt. Dieses Bild ist immer noch ganz wichtig für Köderkontrolle, Fischerkennung, Schwimmblasen von Fischen. Das benötigen wir eigentlich immer, wenn wir pelagisch fischen, Vertikalangeln machen. So, jetzt können wir im Menü wieder zurückgehen. Jetzt gibt es hier das Clear View. Das Clear View ist im Prinzip ähnlich wie das 2D, nur dass wir einen rasiermesserscharfen Geberstrahl nach unten senden und dass daraus eine Schichtaufnahme des Grundes wird. Wir werden das gleich auf dem Wasser mal testen, weil man muss für solche Geschwindigkeiten oder für solche Bilder muss man immer eine gleichmäßige, konstante Geschwindigkeit fahren. Idealerweise so 2,5 km/h. Die müsstest du fahren oder wenn es richtig gut läuft, schwimmt der Fisch dir mit dieser Geschwindigkeit entgegen. So, gehen wir noch mal einen zurück. Dann haben wir hier die Side-View-Technik. Side-View bedeutet, wir sind in der Lage, nach rechts und nach links zu gucken. Das werde ich auf dem Wasser gleich anhand von unserer Taucherplattform noch mal zeigen. So, und das Wichtigste im Bunde, das ist die Technik Quick-Draw-Contours. Quick-Draw-Contours ist im Prinzip auf diesem Bild nichts anderes als das GPS. Wir haben hier eine GPS-Position, das hat er hier jetzt noch nicht gefunden. Und wir sind in der Lage, damit zu erkennen, wo wir uns befinden. Wir sehen, wo wir hergefahren sind, welche Strecken wir noch fahren müssen. Jetzt würde ich sagen, ich habe euch die Grundtechnik erklärt. Wir haben gesehen, wie der Geber befestigt wird. Und jetzt fahren wir mal raus, direkt hier auf den See, auf den Lippesee und schauen uns mal an, wie das in der Realität aussieht. Wir sind jetzt rausgefahren. Wir haben jetzt 5,90 Meter Wassertiefe unter uns. Wir sind mitten auf dem Lippesee. Und ich habe das 2D, das traditionelle Echolot, aktiviert. So, und jetzt schauen wir uns einmal hier den Monitor an. Wir sehen hier ganz viele Informationen. Wir haben 6 Meter Wassertiefe. Wir haben 24,78 Grad Wassertemperatur. Wir fahren 1,6 km/h. Wir haben 13,3 Volt. Uhrzeit ist nicht richtig, habe ich nicht richtig eingestellt. So, jetzt muss man ein Gerät ja grundkonfigurieren. So, und das macht man, indem man hier auf diese drei Striche geht. So, und jetzt kann man verschiedene Grundeinstellungen machen. Ich erkläre euch mal die wichtigsten Dinge. So, Bereich Wassertiefe automatisch, der springt dann entsprechend mit. So, die Frequenz, das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil wir mit Chirp alle Frequenzen und alle Kegelbreiten bekommen. Ich weiß, dass die Diskussion im Internet immer da ist, ob man nicht vielleicht die Frequenzbereiche
ändert und anders einstellt. Das Problem, was wir festgestellt haben, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich habe hier 24 Grad Geberwinkel, dann habe ich nicht mehr den kompletten Frequenzumfang und sehe dort nicht mehr, weder die Köderkontrolle ist damit perfekt, noch die Fischerkennung ist damit perfekt. Also meine Bitte ist, und das erzählen wir eigentlich auch sämtlichen Kunden, wir gehen immer auf Chirp und bekommen damit eigentlich die beste Erkennung von Fisch und Köder. So, jetzt gibt es natürlich immer die Aussage von einigen Kunden, die sagen, ja, aber dann sehe ich ja meinen Köder nicht. Und diese Problematik, die kann ich ganz einfach beheben, indem ich die Lautstärke des Gerätes verändere. Wie mache ich das? Jetzt auch wieder einen Schwenk hier rüber. Ich habe hier die Einstellung der Verstärkung. So, die Verstärkung ist im Prinzip nichts anderes als die Lautstärke, womit wir ins Wasser hineinsenden. So, jetzt habe ich das auf manuell gesetzt. So, je lauter ich ins Wasser hineinrufe, desto mehr Details bekomme ich zurück. Hier sieht man das auch, das sind Fäulnisgase, die auftauchen. Wenn ich das zu niedrig habe, dann habe ich zwar einen sehr schönen, reinen Monitor, aber ich sehe dann natürlich eventuell meinen Köder nicht mehr. Wir können ein bisschen arbeiten, indem wir hier automatisch hoch oder automatisch mittel arbeiten. Dann macht er das eigentlich sehr gut automatisch und alleine. Aber, wie gesagt, meine Bitte, Helligkeit, Lautstärke, Kontrast immer manuell nachjustieren. Und wir arbeiten hier immer mit Chirp. Nur dann haben wir die perfekte Darstellung unter Wasser. Ihr seht, wir fahren gerade über ein riesengroßes Krautfeld, wo einzelne kleine Fische hier zwischenstehen. So, wir sehen hier eine Boje, die nach oben geht. Und hier ist eine große metallene Plattform unter Wasser. Seht ihr hier, jetzt geht die Kante runter und man hat halt hier ab und zu mal eine schöne Schwimmblase und Sichel dazwischen. Jetzt ist natürlich das Problem, dass wenn wir Dinge fotorealistisch sehen wollen, also besser zuordnen wollen, dann arbeite ich immer mit einer Kombination aus mehreren Techniken. So, ich gehe jetzt mal zurück in das Hauptmenü. So, und jetzt gibt es hier sogenannte Kombinationen. So, eine Kombination ist GPS, 2D und entsprechend dieses Sidescan-Bild. Und ich drehe jetzt mal unser Boot. Ich habe jetzt schon ein paar Feineinstellungen gemacht. Das bedeutet, ich habe hier GT52 ausgewählt. Ich habe jetzt auf Chirp gestellt. Ich wähle mit Absicht für sehr hochwertige Bilder eine sehr hohe Frequenz. Also wir reden da von 800 Kilohertz. Je höher die Frequenz, desto schärfer werden letztendlich die Bilder. Je niedriger die Frequenz, desto breiter und desto tiefer könnt ihr gucken. Im 2D hatten wir halt die Chirp-Technik. Und ich werde jetzt mal hier in dem Bild auf Menü gehen. Wir gehen in dieses Quick Draw Contours Karte. So, und dann aktivieren wir mal einmal die Aufzeichnung. Das bedeutet, wir machen eine digitale Seekarte des Untergrundes. So, und wir wollen jetzt mal schauen, was hier gerade passiert. So, wir fahren jetzt mit 3 km/h, das ist noch ein bisschen schnell, aber wir schauen mal. Und jetzt seht ihr diesen Bereich hier. Ich habe das eingestellt, wir haben 5 Meter Wassertiefe, das ist die Wassersäule. Und wir schauen 20 Meter nach links und 20 Meter nach rechts in einem Rutsch. Und hier ist unsere berühmte Plattform unter Wasser entsprechend mit der Schattenbildung. Daneben steht noch ein großes Fass. Hier ist eine große Senke unter Wasser. Hier ist ganz viel Kraut. Das war die Plattform auf dem 2D-Gerät. Und jetzt seht ihr auf der rechten Seite hier vielleicht eine kleine Besonderheit. So, was macht das Gerät? Es erzeugt unter euch eine Karte. So, wir gehen jetzt nochmal hier in dieses kleine Menü rein. So, Quick Draw Contours Karte. Und ich zoome jetzt mal ein bisschen näher ran. Und ihr seht, während wir fahren, wird eine digitale Seekarte erstellt. Das ist super einfach. Also man sagt dem Gerät einfach nur, man geht hier auf die 3 Striche. Quick Draw Contours, Aufzeichnung starten oder anhalten. Wir lassen das jetzt mal laufen. Und während wir fahren, erzeugt er eine digitale Seekarte. So, Vorteil, wir können mit einfachsten Mitteln große Bereiche kartografieren. Nachteil, bitte dran denken, ihr habt bei der Aufzeichnung immer nur einen ganz kleinen
Punkt, der, ich sag jetzt mal, 10 mal 10 cm groß ist. Und damit versucht er, diese Karte zu zeichnen. Also ihr seid nicht in der Lage, in die Breite zu schauen und daraus eine Karte zu erstellen. So, zum Abschluss zeige ich euch mal ein richtig cooles Feature. Wir können ja diese digitalen Seekarten, die bleiben im Moment ja auf dem Gerät. So, jetzt habe ich in diesem Gerät eine WLAN-Verbindung. Die habe ich jetzt mal aktiviert. Und dieses Gerät heißt Garmin 2390. Jetzt tippe ich da mal drauf und ich habe dem Ding Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 gegeben. Verbinden. So, jetzt verbindet sich mein Handy mit dem WLAN-Hotspot von diesem Gerät. So, jetzt sagt er keine Internetverbindung, aber das haben wir auch nicht. So, und jetzt öffne ich auf meinem Telefon die Active Captain App. So, hier ein neuer Active Captain Benutzer wurde erkannt. Ist dieser Benutzer Besitzer des Schiffs? Ich sage erstmal nein, aber ich darf das benutzen. So, und jetzt bin ich in der Lage, meine Karten mit dem Gerät zu synchronisieren. Das bedeutet also, die digitalen Seekarten, die ich hier aufgezeichnet habe, seht ihr hier, das habe ich jetzt gemacht. Das kann ich synchronisieren. Und dann steht das uns zur Verfügung und kann dann hier runtergeladen werden über diese Quickdraw-Kontoskarten. So, und das ist das Besondere dran. Die Geräte, die 7 Zoll und die 9 Zoll Geräte haben WLAN eingebaut. Das 5 Zoll Gerät oder die ganz, ganz kleinen Geräte, die haben das nicht. Ein kleiner Schlusssatz. Diese Geräte sind für das, was sie kosten, unglaublich gut geworden. Also gerade Anfänger werden damit sehr, sehr lange sehr, sehr glücklich sein. Was ich, derjenige, der jeden Tag damit arbeitet, natürlich feststelle, da fehlt Schärfe, der Funktionsumfang ist natürlich begrenzt. Wir können bei den Striker Vivid, wir können zwar kartografieren, aber wir können keine gekauften Seekarten reinladen. Das sind alles so Kleinigkeiten, wo jeder selber entscheiden muss, wie wichtig das für einen ist. Der einfache Anfänger nimmt das 5-Zoll-Gerät. 4 Zoll ist meiner Meinung nach viel zu klein. Die 7-Zoll-Geräte und die 9-Zoll-Geräte sind schon vollwertige Geräte, vollwertige Echolote, die man auch wirklich sehr gut zum Angeln benutzen kann. Spielt ein bisschen mit den Einstellungen. Ich kann euch nur sagen, wenn die Geräte von uns kommen, werden die ja sowieso vorher eingestellt. Also ihr habt mit den Grundeinstellungen habt ihr gar keine Probleme. Und wenn es mal weitergehende Probleme gibt, werdet ihr immer bei uns Unterstützung bekommen, zum Beispiel über WhatsApp. Ihr schickt ein Foto, wir helfen euch. Ihr schickt noch ein Foto, wir helfen euch wieder. Und ihr werdet feststellen, dass man nach 3, 4 hin und her geschickten Bildern perfekte Einstellungen bekommen hat. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, tschüss.